Der reale Grind, no fake, das ist ein kleiner Teil der Dinge, die ich jetzt dieses Wochenende eingekauft habe im Store. Wir kaufen ja viele Sammlungen, sei es Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Videospiele und Co. Und ich möchte euch einfach mal zeigen, wie das Behind the Scenes ausschaut, damit ihr auch seht, es ist wirklich echt viel Arbeit. Hier haben wir ein paar Pokémon-Karten eingekauft worden sind, Yu-Gi-Oh!-Karten. Auch ein 3DS ist reingeflattert, ein 3DS XL mit Ladekabel. Das Ladekabel ist noch hier drin in dieser Box da unten. Zwei Spiele, Mario Kart 7, Mario World Golf, nee, Mario Golf World Tour. Dann Metal Gears Rising, habe ich einige rein bekommen, sealed für die PS3 auf Deutsch. Und ich muss dann immer jeweils alles verarbeiten. Es wird alles umgesleeved in diese tollen durchsichtigen Sleeves. Bei diesen zwei Karten habe ich das schon gemacht. Die drei Karten da hinten habe ich dann übrigens auch noch geschenkt. Also nicht diese drei. So wäre es eigentlich. Diese zwei habe ich dann noch geschenkt bekommen. Die kommen dann auch tatsächlich in mein Binder da hinten. Das zeige ich euch auch mal gleich gerade kurz für die, die es interessiert. Und ja, es ist gerade ultimativ richtig viel los hier. Also ich habe hier gerade einen Binder und nein, das sind keine Originale. Ich habe hier extra Fakes drin, damit, wenn ich Originale habe, ich das gut vergleichen kann. Einfach schon vorweg, dass ihr hier nicht irgendwie was denkt. Ist immer ein guter Tipp, Originale und Fakes zur Hand zu haben, um vergleichen zu können. Hier fange ich gerade mein TP-Set an. Hier hinten habe ich ein paar Kalenderkarten. Eigentlich wollte ich euch einen anderen Binder zeigen. Wo ist denn der? Ich glaube, das ist dieser hier. Ist das dieser hier? Nee, das ist auch nicht dieser hier. Oder ist es dieser hier? Das ist nämlich der Pokémon-Binder. Und normalerweise habe ich hier immer geschenkte Karten drin. Zum Beispiel hier auch das Politoed. Bei Yu-Gi-Oh! Habe ich das auch. Das wäre dieser Ordner da hinten. Das zeige ich euch auch gleich. Ich glaube, der Yu-Gi-Oh!-Ordner ist langsam, aber sicher relativ voll. Wobei ich die ein oder anderen Karten jetzt auch rausgenommen habe, wie den Red Eyes, da ich die noch graden möchte. Ich gucke gerade, wo die Karten wären. Das müsste eigentlich, wenn ich das richtig sehe, where is it? Hier sein. Oder? Nein, das ist doch hier. Hier, das ist die Page. Hier habe ich viele dieser Karten geschenkt bekommen, aber die Page ist voll. Das heißt, ich muss wahrscheinlich irgendwo hier noch eine Page finden und das dann reinpacken. Aber ja, nochmal zurück zum eigentlichen Hauptthema. Es ist wirklich viel, viel Arbeit, denn das alles muss jetzt hier wieder verarbeitet werden. Ich habe auch hier noch richtig viele Karten aus der E-Series. Alles Reverse-Holos, aber teilweise auch Non-Holos, die ich dann auch angucken muss. Welche werden gegradet, welche werden nicht gegradet. Hier haben wir schon relativ viele raussortiert, die gegradet werden noch. Das sind eigentlich alle, die in dieser Box sind. Ich habe sie noch nicht alle fertig verarbeiten können, dass ihr euch auch so vorstellen könnt, was da alles drin ist. Vieles aus der E-Series, einiges Japanisches, Englisches natürlich und dann hier auch nochmal einige coole, auch Non-Holos teilweise, die ich einfach richtig cool finde, aber auch Yu-Gi-Oh!-Karten, antike Antriebsgolem, Ultimate Rare, Flame Wingman, hier der Red Eyes, der eigentlich im Binder gewesen wäre. Random ein Lunastein, weil mir auch das Artwork gefällt. Only for me nochmal eine Cardfester Promo, Ash, Lily, paar First Editions und hier nochmal ein paar E-Series Cards aus Aquapolis. Aber da wird auch noch zusätzlich mehr kommen. Ich möchte jetzt eigentlich so im Januar, Februar wieder eine fette Submission machen. Mal gucken, ob ich es bis dahin hinbekomme. Ist halt echt super viel los hier. Auch viele, viele, ja, Wareneingänge. Das muss alles noch verarbeitet werden. Und ich bin einfach noch nicht dazu gekommen. Und einfach, dass ihr euch so ein bisschen auch vorstellen könnt, was das für Ausmaße nimmt. Hier sind auch noch Sachen, die muss ich auch noch listen. Comics einfach. Aber dass ihr auch so ein bisschen versteht, was das für ein Ausmaß annimmt. Hier unten auch mehr oder weniger alles Wareneingänge, die noch nicht gekommen sind. Hier mein neues Telefon. Sollte ich nämlich einen Festnetzanschluss haben, bin ich hier definitiv ready mit dem Telefon. Wieso geht jetzt das nicht? Wieso blockiert das? Keine Ahnung. Es soll auf jeden Fall funktionieren. Wir haben es getestet. Dann haben wir hier auch ultimativ viel Lego. Komplett, komplett, komplett. Teilweise Inbox, teilweise Out-of-Box. Um euch einfach mal zu zeigen, wir haben hier auch der liebe René von Reselling mit Kopf. Kennt sich auch gut mit Lego aus. Wir haben hier, das ist Lego, ja. Hier, Lego. Oldschool-Sachen. 70er, 60er Jahre, glaube ich, das ist älter als ich. Wo sie so mit Mercedes und Shell eine Collab gehabt haben. Haben wir sogar zweimal drin.
dann noch diverse verschiedene andere Dinge, auch ältere Sachen. Also das ist wirklich super, super heavy. Hier haben wir auch Lego-Buchstaben, auch Vintage. Wow, da haben wir ein Dragon Ball Z Panini-Display. Müssen wir dann auch noch verarbeiten. Hier Lego-Vintage-Karten, die auch noch verarbeitet werden müssen. Eigentlich praktisch die meisten. Near Mint, auch noch bisher nicht dazu gekommen. Ich habe hier auch Delta-Species-Karten. Holos habe ich auch noch. Also alles Mögliche muss verarbeitet werden. Oh nein, die Orchidee. Die Blumen sind verwelkt. Ich muss die nachher... Oh nein! What happened here? Die Orchidee. Gibt es hier Samen vielleicht drin? Kann man die dann pflanzen? So meine... Boah, ich verbrüße mal hier. Ich glaube nicht, leider. Okay. Ich kenne mich halt nicht so aus. Dann hier... alles auch mehr oder weniger noch nicht verarbeitet, 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 noch nicht verarbeitet. Und ihr müsst euch so überlegen, das ist halt nur ein Bruchteil der Dinge, die noch nicht verarbeitet sind, weil ich einfach hier nicht mal alles habe und nicht alles Platz habe, sondern das auch bei externen Lagerlocations habe. Was ich mir auch überlegt habe, ist mal so eine Section im Store zu machen mit diesen alten Hero-Magazinen, alte Cardmasters, Card Collectors Magazin, teilweise sogar noch mit Giveaway. Schreibt mir gerne mal auch so in die Kommentare, ob sowas auch interessant und cool wäre. Also ich würde es auf jeden Fall super cool finden, würde ich solche Magazine im Store finden, kostengünstig und irgendwie so nostalgisch und halt jeweils komplett oder fast komplett. Aber ja, auch hier haben wir diverse random solche Decks, Legend of Blue Eyes. Blue Eyes Decks hier. Starter Deck Kaiba Reloaded. Was haben wir hier? Dann noch Mate mit dem Blue Eyes White Dragons. Ach, egal, ihr wisst, was ich meine. Noch ein paar Tinboxen. Und Jesus Maria, das ist auch alles unverarbeitetes Dual Terminal Stuff. Will ich gar nicht angucken, meine Lieben. Ich glaube, hier drin haben wir auch unverarbeitete Promos oder so. I don't know. Und hier drin will ich gar nicht reingucken. Ach mein Gott, Meta so auch umverarbeitet. Dann hier ganz viele japanische Volume 1 Series 1 Karten. Die haben früher auch kein Symbol gehabt. Och Menno, auch alles unverarbeitet mit kompletter Setliste. Also ihr seht, es gibt einiges zu tun, einiges zu machen. Und es nimmt einfach kein Ende, meine Lieben. Und auch hier... der Sortiertray, da haben wir Tournament Pack, dann einfach First Editions, hauptsächlich Asian English, also praktisch gar nichts, McDonald's Promo, Tokens, dann Champions Pack, dann Astral Pack, Turbo Pack und OTS. Hier haben wir da, glaube ich, Dark Revelation 4, dann die Duelist League Promo, Color Rares, das ist Dragons of Legend? Nee, Dark Legends, sorry, Dark Legends, Retro Pack 2, Retro Pack 1. Meine Güte, alles ist einfach too much. Und ihr müsst euch überlegen, hier nimmt es auch kein Ende mehr. Und hier auch nicht, und da auch nicht, und hier überall. Und ihr müsst euch halt einfach überlegen, es sind noch so viele Waren einfach nicht hier, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also, wir könnten wahrscheinlich 5 Leute gleichzeitig den ganzen Tag Produkte listen und wir würden nirgends hinkommen. Und dann kommt auch immer wieder neue Ware rein, die auch verarbeitet werden muss. Aber ich will mich nicht beklagen. Es macht richtig Spaß, es macht richtig Bock. Und ja, gefällt mir, dass ich hier meinen Alltag so verbringen darf, meine Lieben.